Ja, schön für dich. So. Hoffe ich doch mal. Wenn es halt länger dauert, ist das halt so. Besser, man macht das Spiel gut, anstatt nur einfach fertig. Das ist jetzt meine Meinung. Da warte ich auch liebend gern noch ein paar Monate länger, wegen mir auch ein Jahr. Mir ist es dann komplett egal, ob das Spiel wird richtig gut. Darauf kommt es mir an und nicht, ob es schnell fertig wird. Und dann ist die Story am Ende komplett für den Arsch oder sowas. Aber das Kampfsystem kannst du in die Tonne treten. Kennt man ja von EA. Die sagen ja schließlich, es muss fertig und nicht gut werden. Zumindest hat man den Eindruck. EA wurde ja schließlich auch zum schlechtesten Publisher gewählt. Überhaupt. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Liebe scheint ja ein relativer Begriff zu sein. Da hat er recht. So, wer bist du denn? Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Hallo, Schwester. Kennst du meinen kleinen Freund schon? Gerüchten zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leoriks Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hinein wagte, je wieder zurückgekehrt. Aha. Hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Ja, das können wir. Beweg dich nur nicht zu schnell. Dafür, dass ich diesen schrecklichen Ort verlassen will, ist er ziemlich langsam. So, sollen wir mit Kaviesi Karina sprechen? Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Aha, passieren lassen. Heißt wohl Tore auf- und rausrennen mit allen Mann. Dieses Land gehörte einst der Krone. Wolltet ihr jetzt irgendwas von uns?
Ihr wollt uns garantiert irgendwas verkaufen. So, was haben wir denn hier? Plus 1 bis 3 Feuerschaden, getötete Gegner erhalten, plus 4 Erfahrung. Logrut, der Krieger war das, den wir gerade getötet haben. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt. Selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Aha. Und wenn nicht? Was dann? Oh, hier liegt noch Geld rum. So. Vor langer Zeit verließen 5 Clans des Umbaru-Stammes Teganze und wanderten nordwärts. Nach ihrer Verwandlung zu Khazras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen und gaben diese Fähigkeit an die Schlausten unter ihren Kindern weiter. Dies sind die Khazra-Schamanen und sie sind die gefährlichsten Vertreter ihres Volkes. Aha, das Hochland. Obwohl Neu-Tristram und die umliegenden Felder über die Jahre hinweg wieder besiedelt wurden, blieb das Hochland bis auf die Ruinen von Leorichs Außenposten bis heute menschenleer. In seinem Verfolgungswahn ließ der König mehrere Wachtürme bauen, die heute jedoch nicht einmal mehr Ziegenmenschen und wilde Bestien fernhalten können. Eine wahre Tragödie. Wahre Geldverschwendung. Ah, oh, Bein juckt. Ah, so. Huhu, keiner zu Hause. Bei allem, was heilig ist. Seht ihr den Feind da drüben? Elite-Truppe. Erfolg. Und was sagt uns das jetzt? Achso, 5000 Elite-Gegner getötet. Achso. Wachturm. Das sieht aus wie eine Kathedrale. Und dafür ist es ein Turm, es ist ziemlich weitläufig. Ach, da liegt noch ein toter Dorfbewohner rum. Burn, Baby! So, der hat's hinter sich. Hier ist noch eine Tür. Jede Menge Objekte zum Zerschießen. Na gut, nicht jede Menge, aber sonst ein paar. Noch eine Tür.
Ein toter Dorfbewohner, der Geld hat. Noch mehr Geld in einem Versteck drinne. Hoppala. Aber dafür, dass es ein Turm ist, ist das wirklich ziemlich weitläufig. Und dass ein Turm in die Erde reingeht, wusste ich auch noch nicht. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Wenn ich jemals Angst hatte, wurde sie von meinem Hass aufgezehrt. Dann sind wir beide gesegnet. Mein Glaube schützt mich gegen die Furcht. Na super. Ach, das sind nicht nochmal schicke Dekorationen. Warum ist mir sowas nicht eingefallen für meine Wohnung? So, eine Stammesmaske, eine duftende. Scheint jetzt echt duftende? Ach, durchflutete. Durchflutende. So, Wachturmebene 2. So, lose Steine. Kaputte lose Steine. So, von Dämonen zu Untoten auch nicht schlecht. Eine prächtige Truhe. So. Gleich am Eingang eine prächtige Truhe, so muss das sein. Und noch eine Truhe. Hölzerner Bow. Erinnert mich irgendwie an MIB 2. Für Ruhm und Ehre! Finsternis erwartet euch! Einfach mit einem MG reinschießen und es wird. Hat sich's erledigt. Schatzbandit? Nicht überleben! Ich weiß für nichts, Unfall! Tyrannos, die Hülle. Kurzspeer, Ledergurt. Da ist noch ein Zweihänder, ein Flamenberg oder Flammenberge, je nachdem, was man bevorzugt für Namen.
Und hier geht's wieder raus. Gucken wir aber erstmal Inventar. So. Mal gucken, ob das ein schicker neuer Spieß ist für unseren Templer. So, 3,37. Genau richtig. 3,68, immerhin. Er macht 3,68 Schaden. Das ist ja. Boah, das ist ja Wahnsinn. So, Amulett haben wir zufällig auch noch nicht, ne? Nee. So, ja, ich will verlassen. Truhe. Habe ich gar nicht gesehen. Die ist doch gerade hinter AS gespawnt. Was haben wir hier? Höhle des Mondclans. Mann, hier ist ja ein Dungeon neben dem nächsten. Und alleine schon für das ganze Gold lohnt es sich, in so ein Ding reinzugehen. So. Nee, da ist nichts. Da ist nur eine halbe Leiche. Da genauso. Das ist wahrscheinlich die andere Hälfte von der Leiche.